So, da sind wir auch schon. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Porteinander. Wir sind hier im Metropolis-Kino in Bochum, im Hauptbahnhof. Genau. Wunderbares Programmkino. Und hier ist er, live und in Farbe. Ich stelle heute noch mal den Film vor. Der Tag war. Und dann sind wir im neuen Kino. Wir sind demnächst in Gelsenkirchen. Und hier ist euer Tankwart tv.ad außer Dienst. Aber ich freue mich, wenn ihr euch alles großartig gucken wird. Und wünsche euch viel Glück und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Tankwart. Ja, das hast du super geil gesagt, denn wir sind hier zur DVD-Release-Party. Das macht richtig Bock. Wir gucken heute hier Glanz, Gesocks und Gloria. Und ganz besonders... Ich zeige euch noch was. Das ist hier das Auto. Das ist aber noch nicht alles. Denn... Das ist ja großartig. Da hinten an der Motor, am Kofferraum stehe ich mit einer Partnerin. Traum. Wir freuen uns auf jeden Fall, gleich den Film zu sehen. Und jetzt trinken wir erstmal ordentlich. Ein schönes Fingerpil. Sauber geiles. Dankeschön und tschüss. Ciao, ciao. Wieder in Bochum. Wie fühlt es sich an? Ja, sehr gut. Vor allem in Bochum ist immer am besten. Aber obwohl natürlich in den anderen Kinos die Leute natürlich auch nicht verkehrt waren, auch von der Stimmung her oder was. Aber Bochum übertrumpft doch keinen oder was. Ne? Ich beobachte da und ich habe den ersten Film gesehen, einige von euch, den Roadmovie? Ja, sicher. Ja, doch ein paar, okay. Der zweite Film ist kein zweiter Teil in dem Sinne, dass er dran anknüpft. Es ist einfach ein neues Abenteuer mit den gleichen Charakteren, neues Abenteuer hier im Wilden Westen. Und hat 5 Jahre gedauert, ich war ein paar Mal vor Gericht. Das Projekt, ja, es ist wirklich wahr. Der ganze Film hat mich so, ja, über 80.000 gekostet. Und das ist für Spielfilm eigentlich gar nichts. Also Til Schweiger lacht darüber, 80.000, denke ich, kriegen halt der Catering und die Toilettenwagen. Man muss das mal immer in dieser Relation sehen. Also will ich mich gar nicht mit vergleichen, aber allein Manta Manta kriegt 1,5 Millionen Steuergelder von euch, um dass Manta Manta gedreht wird, dass ganz Deutschland zuplakatiert wird. Und ich drehe komplett ohne Mittel, das ist mein eigenes Geld. Habe auch kein Kinoverleih. Das heißt, jedes Kino... Das ist gar nicht so einfach, wenn du auch einen Film gemacht hast, dass auch ein Film im Kino gezeigt wird. Weil das wird Sigi deswegen auch ganz toll, dass es so Leute wie... Ja, das ist wirklich wichtig, dass es dann auch so Leute gibt wie Sigi, die dann auch so Programmkino machen, die halt dann auch so Filme fernab dieser Filmförderung dann trotzdem irgendwie ins Programm reinnehmen, weil... In manchen Städten hast du gar keine Chance. Da wird nur geguckt, wer waren die Geldgeber und nee, hast du gar keine Chance. Und deswegen halt toll, dass es halt so gut geklappt hat. Wir waren, glaube ich, in 20 Städten in Deutschland und haben die skurrilsten Dinge erlebt. Und was ich nur sagen will, ist, dass bei dem Film, habt immer so vor Augen, es ist halt wirklich independent, es ist Herzblut, es ist nicht alles irgendwie perfekt, es ist der Charme des Nicht-Perfektseins. Es hat teilweise halt, sind Drehs, liegen dazwischen 4 Jahre, Tanki ist mal 4 Jahre älter, mal 4 Jahre jünger. Wenn ich jetzt den Film sehe, ich kann ihn eigentlich gar nicht mehr jetzt sehen, weil ich immer denke, oh Gott, was hätte man da wieder besser machen können und wie schlecht ist das geworden. Aber man muss sich von diesem Ganzen frei machen, weil am Ende zählt nur, dass es überhaupt ein Film
dass es überhaupt einen Film gibt, weil ich halt wirklich ein paar Mal am Boden lag und wenn du als Independent-Filmer halt irgendwie zigtausende vor Gericht verlierst, bist du im Grunde halt K.O. Aber ich habe gesagt, ich will das Projekt nicht sterben lassen und es gab einmal eine Verhandlung, kurz abgekürzt, so mit Medienrechten. In Duisburg hätte ich verloren 15.000 Euro. Ich habe dem Jesus gesagt, hör mal, ich will, dass du mitkommst als so mentale Unterstützung. Und mir wird das Kraft geben, wenn draußen Kunst weiterlebt und du draußen einfach ein Bild malst. Und das hat Jesus dann tatsächlich gemacht, ne? Erinnerst du dich? Ja, stimmt. Vor dem Gerichtsgebäude in Duisburg Stadtmitte, da war ich ein schönes Bild gemalt, oder was? Ne? Und ich saß da im Gericht und habe mir eigentlich gedacht, ey komm, scheißegal, selbst wenn ich verliere, aber zumindest draußen lebt Kunst irgendwie weiter. Haben das Bild dann auch, glaube ich, von Tausenden an den Zahnarzt verkauft. Naja, und so ging das Projekt immer irgendwie halt so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, der Film ist mir 10 Minuten zu lang geraten, aber es ist halt mehr ein Panoptikum, eine Ansammlung an besonderen, charmanten, skurrilen Ruhrpott-Charakteren so und weil ich zu einer bestimmten Zeit an zu vielen geilen Leuten dran war. War klar, Tanki ist jetzt auch schon hier, ne? Dass Tanki natürlich wieder im Film dabei ist, Jesus wieder dabei ist. Komm auch schon mal einmal nach vorne, weil wir nachher heute kein Filmgespräch haben. Deswegen einmal ganz schnell. Ich kann nicht vorne kommen, aber Til Schweiger ist im Gegensatz zu Quentin Tarantino ein Arschloch, hat Tanki gesagt. Genau, weil ich bin besser als er. Das jetzt hat Tanki schon da vorweggenommen, Quentin Tarantino, habt euch einfach vor Augen, wenn diese Szene kommt, am Anfang gibt es so einen kleinen Prolog und Tanki sollte halt nur den Satz sagen, ich bin Quentin Tarantino. Ich bin Quentin Tarantino! Jetzt kann er es perfekt. Und mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Okay, ganz schön, Martin. Du musst auch nochmal nach vorne kommen, jetzt schon mal. Wir sind nachher nochmal im Foyer, da können wir auch nochmal quatschen, weil wer mit will, wir gehen gleich noch mit uns ins Atelier. Da können wir noch ein bisschen abhängen, quatschen. Weil wir machen sonst nach dem Film immer noch ein Filmgespräch, deswegen heute mal ein bisschen anders. Wir müssen die Jungs einmal grüßen. Der nächste Film wird schon auf jeden Fall anders. Aber es wird ein reiner Knallfilm, ne? Fahr immer den Strich entlang, ne? Dem Weißen da, diesen Geteilten. Ja, weil ich nachts nicht sehe. Ja, weil das ist erst seit ein paar Jahren. Ja, vorher konnte ich gut nachts fahren, da war das kein Thema. Ja, aber inzwischen... Wohlstreifen! Deswegen trinke ich auch immer ein Bierchen, weil wenn ich das Bier trinke, dann weiß ich ganz genau, da bin ich... Warum jetzt da diese Mordszene? Muss das sein? Das war doch alles so viel. Und ich sag, nein, ja, das muss sein. Weil das einfach sowas ist, weil Martin hat für mich, ist das eigentlich die Entdeckung des Films, weil er halt das, derjenige ist, der vor der Kamera, finde ich, so auf einer hat so, am besten, ja, ist schwer, aber am besten, nee, will ich gar nicht sagen, aber Martin hat so eine ganz eigene Art, vor der Kamera so abcharakterisieren in dem Film, der ja früher wirklich mal war, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, den sollte da ja auch noch das Fake Gold, nein. Wie ähnlich ist bei der... Das war Glanzgesocks und Gloria, die Pott-Originale hier im Metropolis-Kino in Bochum. Ich sag mal so, das war absolut surreal, total bizarr. Der beste, schlechteste Film aller Zeiten oder einfach der genialste Independent-D-Movie. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch den Film an, kommt hier hin, kauft euch die DVD. Ansonsten Grüße an Pott-Originale. Ciao.